So, ich möchte euch heute die Fahrrad-Handyhalterung zeigen fürs Fahrrad von Nexme. Und die habe ich jetzt auch hier schon mal angebracht. Und das geht wirklich schnell. Hier ist also eine Schraube. Dann kann man das wirklich einfach rumbinden. Das zeige ich gleich nochmal. Ist ein bisschen, naja, wirkt vielleicht ein bisschen wuchtig, aber es geht eigentlich. So, das Tolle daran ist, man sieht also wirklich alles, und dadurch, dass ein Gelenk hinten ist, kann ich es also wirklich während der Fahrt oder vorher drehen, wie ich das möchte, in alle Richtungen. Und es bleibt dann auch so. Ich kann es auch hinten noch mal mit dem Rad noch mal feststellen, dass es auch wirklich dann so bleibt. Aber ich mag das so. Dann kann ich es auch während der Fahrt anpassen. Je nach Sonneneinstrahlung ist das dann ganz gut. So, dann habe ich hier jetzt halt Komoot. So, und das Tolle daran ist, dass ich, weil ich ja gerne Fotos unterwegs mache auf meinen Touren, dann halte ich und dann muss das Handy schnell abgehen. Da habe ich keine Lust. Und bei den meisten Halterungen ist ja dann so, da muss man das erst irgendwie nach rechts oder rumdrehen, im Querformat, und dann kann man das abziehen. Das ist hier nicht der Fall. Das geht hier wirklich total einfach mit einer Hand. Ich drücke einfach hier die zwei Halterungen, die zusammen, die Bügel, dann geht das oben auf. Und ich kann das Handy entnehmen und kann Fotos machen, was auch immer. Und dann setze ich es einfach wieder ein. Hier ist der Knopf, das ist wichtig. Dann setze ich das Handy einfach wieder ein und es schnappt wieder zu. Man sollte natürlich darauf achten, dass es auch wirklich richtig drin ist. Aber es ist dann auch wirklich bombenfest und ist wieder einsatzbereit. Kann ich schon wieder hier einstellen, wenn ich will. Oder ich mache hinten das Rädchen fest, damit es halt so bleibt. Gerade gucken. So, Komoot. So, jetzt nehme ich das noch mal raus. Und dann zeige ich mal, wie das montiert wird. Also steht halt ein bisschen nach oben, das muss man sagen. Also ich habe hier auch eine andere Halterung. Die ist wesentlich näher am Rad, am Lenker, als diese. Die steht schon ein bisschen vor, aber das hat ja auch durchaus seine Vorteile. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. So. Zeige ich aber noch mal die Montage. Und zwar ist hier hinten einfach das Rad, und das kann man dann abdrehen, lässt sich also problemlos beliebig auf mehreren Fahrrädern dann verwenden oder schnell wechseln, abnehmen. Hier ist dann die Klammer und die hält auch wirklich gut. Das ist hier so ein Gummipolsterung, Gummihalterung. Und das hält wirklich gut. Und hier ist das Rädchen nochmal zum Einstellen, damit sich das bewegt oder eben nicht, für das Kugelgelenk. Das kann man auch abnehmen. Ja, prima, nicht schlecht.